Ja, hallo und willkommen zurück zu Kirby Mouse Attack, Part Nummer 10. Und ja, wir haben hier einiges schon an Sachen gesammelt hier, wenn man bedenkt, dass wir schon bei 70 von 120 Schatztruhen sind. Und mir ist eine kleine Sache aufgefallen, und zwar, das ärgert mich gerade eigentlich nur so ein ganz kleines bisschen, aber kann man ja nachholen. Und zwar hatten wir ja im Part 6, hatten wir ja hier die Schatten. Ja, Farbe gefunden und die habe ich noch gar nicht benutzt. Deswegen machen wir es einfach mal jetzt, gell? So, und wir haben ja hier das X-Level freigeschaltet, genau. Und das werden wir jetzt auch natürlich angehen. Und ich bin mal gespannt, weil die X-Level sind immer so eine spezielle Sache, gell? Aber umso schöner, dass es halt ein bisschen herausfordernder wird, gell? Ui, okay. Zum Thema herausfordernder. Ist einfach mal 1000 Türen hier, oder was? Ist es so eine Art Boss ran oder sowas in dem Sinne? Mini-Boss ran, weil es sind überall auch Sachen zum Heilen. Dann fangen wir einfach mal links an, gell? Oder ist es mehr so ein Puzzle aufgebaut? Okay, hier brauche ich den Hammer. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Okay, hier hätten wir Feuer. Ui, Achtung. Und oben haben wir sogar Metall. Womit wir, glaube ich, auch die eine Stampfattacke machen könnten, um halt so nach unten stampfen zu können. Oh, ich wollte eigentlich gerade durchrennen, aber das geht natürlich nicht, gell? Okay, also solange die Flammen oben sind, also klein sind, kann man sie ruhig berühren. Oh, Achtung. Okay, ist natürlich die Frage wegen dem. Ja gut, wir müssen sowieso nach unten, gell? So. Eins haben wir wieder zurück. Okay, also ist so ein bisschen auf Puzzle aufgebaut, okay. Also damit können wir jetzt zum Beispiel oben links dann weitermachen, denke ich mal. Genau. Ist natürlich die Frage, gibt es natürlich wieder mehrere Wege. ich glaube, ich dance jetzt so ein bisschen ab. Okay. Na. Ich bin der fliegende Klotz. Okay, das wird auf jeden Fall lustig hier mit den verschiedenen Wegen hier. Ich bin so langsam. Okay, da oben könnte auf jeden Fall eine Schatztruhe sein. Na. Okay, also das ist Springen und... Ui, Achtung. Springen und gleichzeitig Stampfen ist natürlich so eine Sache. Weil man muss in der Luft sein, um halt die Stampfattacke machen zu können. Ansonsten verwandelt er sich direkt in den Klotz. Und ich glaube, ich kann nicht wirklich springen hier. Na, vielleicht irgendwie, wenn ich es am Rand mache. Okay, dann geht's. Okay, alles klar. Bisschen friemelig gerade, wenn man so schwer ist, gell? Aber ich muss ja die Fähigkeit behalten, sonst, ja. Sonst komme ich hier nicht weiter. Und da braucht übrigens keine. Okay, geht's nicht weiter. Jetzt wird ein bisschen friemelig, das Level. Es kann vielleicht sogar sein, dass es das einzige Level ist, das wir hier heute irgendwie schaffen. Ich kann sogar in Luft bleiben, sage ich mal. Okay. Nein. Achso, ich kann ja auf Lava laufen, gell? Okay. Okay, ein Fragezeichen. Das war jetzt eigentlich nicht das, was ich gesucht habe, aber gut. Vielleicht kann man sich auch hier nichts verbauen, sondern man soll einfach ganz normal den Weg lang gehen, aber okay. Das wird dauern, da muss man Geduld haben hier bei der Verwandlung hier. Okay. Auch wieder zwei Wege. Da könnte ich mir auf jeden Fall auch Fähigkeit tun. Okay, eine Schatz haben wir schon mal. Ist ganz gut. Mann. Ich muss unbedingt mal abnehmen hier. Okay, dann haben wir zumindest mal, denke ich mal, das hier. So, weg mit der Fähigkeit hier. Ist ja furchtbar. Okay, erste Tür erledigt. Oh, da oben hätten wir auch direkt haben können. Und hier. Hier hätte ich jetzt die Fähigkeit gebraucht. Ja. Kann ich mir die nochmal holen? Ich denke schon.
Nee, kann ich nicht. Die ist weg. Hätte sie vielleicht behalten sollen, gell? Das heißt, wir kriegen irgendwo einen Power-Lolli. Oh, das war schon... Das war falsch. Wie schnell soll ich denn den kriegen? Der ist schon weg, oder was? Ah ne, okay, ich kann hier drin noch gegen ihn kämpfen. War mir gar nicht mehr geläufig, dass es so geht. Na. Na. Ja, wenn man keine Fähigkeit hat, ja. Damit! Wo ist meine Waffe? Wo ist meine Schatztruhe? Okay. Okay, also man hat noch die Chance, dass man auch gegen sie kämpfen kann. Okay. Aber das war jetzt eigentlich nicht unbedingt Ziel des, der Sache in dem Sinne. Aber ich komme nicht mehr zurück, ja. Wobei das Ziel ist ja eigentlich woanders, gell? Das Ziel ist ja... Oh, okay, das Ziel ist hier. Na gut, dann speichern wir das Ganze einfach mal. Dass wir dann zumindest mal die eine Schatztruhe da haben und dann gucke ich dann einfach auf der rechten Seite weiter. Oder zumindest ich hole mir die... Hey! Hole mir dann einfach die, die Steinfähigkeit und laufe dann einfach am Feuer rechts entlang. So, wechsel den Palettenstil. Können wir ja eben mal nochmal machen. Weil für irgendwas wird ja vermutlich auch noch der, der Engel sein, gell? So, gucken wir mal ganz kurz. Palette. Ich muss natürlich gucken, welche Palette war das, was ich jetzt gerade bekomme. Aber da steht irgendwie nie so wirklich die, das hier ist, glaube ich, das neue, gell? Sieht nämlich so nicht so wirklich bekannt aus. Und die Farbe, die am Rand ist eigentlich wirklich immer nur, wie der, was für eine Farbe man als Kirby-Man hat. Das ist halt nur das Muster, was man da bekommt. Okay, dann gehen wir einfach da nochmal rein. So, okay, dann... Alles klar. Der unbesiegbare Kirby! Ich meine, ich weiß halt, nicht, wie ich hier sonst durchkommen sollte, ohne, gell? So, alles klar. Achso, da würde man hier zurückkommen. Okay, wartet mal. Erstmal nach oben rechts gucken. Ganz schnell irgendwie, vielleicht. Achso, da einmal doch die Schatztruhe. Okay, alles klar. Ich glaube, das war sogar so rumgedacht, dass man halt hier reingeht mit dem Stein und das, was ich halt gemacht habe mit dem Stein, war halt mit dem Hammer gedacht. Ja. Okay, dann, ja, dann können wir eigentlich direkt hingehen, oder? Ich kann mal noch ganz kurz gucken, was hier drin ist. Vielleicht hätte man dann Eisfähigkeit. Da hätte man, mit der Eisfähigkeit hätte man dann zum Beispiel auch den Boden einfrieren können. Genau, okay. Alles klar. Aber gut, das brauchen wir hier nicht mehr. Wir haben ja dann alle Schatztruhen. Ups. Ich kann es nach oben hier kommen. Und den Tipp, den können wir da oben ruhig jetzt rumlaufen lassen, weil die Schatztruhe haben wir ja schon. Da, 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 da. Ja. Also die Fähigkeit ist schon irgendwo OP, weil man halt keinen Schaden kriegt, aber ja. So, passt ja. Sehr schön. Und neue Fähigkeit erlernen, Schlafschrift. Okay, dann können wir, wenn wir mal wieder pennen gehen, können wir natürlich dann direkt mal gucken, was wir da bekommen, gell? Und ja, ich mache jetzt den Boss, aber ich werde ihn nicht mit dem Ding hier machen, weil, ja, das muss nicht sein. Erstens möchte ich mich schneller bewegen können und zweitens wäre das ein bisschen akribisch, wenn man dann keinen Schaden bekommt an sich. Ein Supersprung. Ob das vielleicht Sinn macht, der Supersprung? So. Vielleicht. Wobei, wartet mal ganz kurz. Okay, also der Supersprung ist einfach nur ein stärkerer Supersprung jetzt, okay. Deswegen ist auch die Explosion am Anfang, wenn ich so springe. Oh, die Eule. Ja gut, die Eule kenne ich auch noch als, als Marke von Nintendo Badger Kate. Hui. Hä, wie hat er ein bisschen... Und meine Fähigkeit ist einfach weg. Natürlich, weil ist ja so. Ich meine, ich könnte jetzt auch noch mit Hammer kämpfen. Oh, der dreht um.
Ich meine, sehen wir dann so, was er alles kann, gell? Ich nehme mich aber auch an hier. Okay, ich sollte ihn vielleicht nicht unterschätzen, gell? Könntest du doch mal wieder deine Teile fallen lassen? Genau, dankeschön. Hintergrund. Okay. Weil schwer sind die Gegner an sich nicht. Die haben nur so ein gewisses Pattern und dann passt sie. Aber ich bin immer so, ich renne in die Gegner rein, gell? So, kommst du her. Ich hatte, glaube ich, das Pech, dass er mich halt dann direkt gegriffen hat und deswegen war dann meine Fähigkeit weg. Oh, achso, der zielt auf mich. Okay, alles klar, alles klar, alles klar. Ach so. Okay. Ja gut, ich glaube, ich fail hier gerade so ein bisschen. Ich guck mal, was ich hier jetzt als Mischung kriege. Oh, eine Maxi-Tomate. Ich hatte noch das Fragezeichen, das hat sich in eine Maxi-Tomate verwandelt. Na. Aber ich stelle mich ja gerade wirklich an hier. Aber ich verstehe schon, wie er gemacht werden soll. Also wenn er so charged, dann soll man natürlich gucken, dass er direkt hier unten anstoßt. Und er wird schneller, merke ich gerade. Wobei es natürlich ein bisschen schwierig ist, das zu triggern, dass er da nach unten kommt, gell? Oh. Na du? Final Hit? Also man sollte auf jeden Fall schon ein bisschen gucken, dass man nicht einfach in alles reinspringt, was der Gegner macht, gell? Hätte ich jetzt nicht die Tomate gehabt, wäre ich auf jeden Fall draufgegangen. Tadi, 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 tam. Und Bosskampforden. Und schon nochmal die nächste Welt geschafft. Also, wie gesagt, es geht Schlag auf Schlag bei dem Spiel hier. Oh, hoch auf Eisland. Alles klar. Die Eiseninseln, okay. Nee, Eisinseln, nicht Eiseninseln. Macht ja auch mehr Sinn. Wieder drei Schatztruhen. Gucken wir mal. Yay, mit Schnee. Ui, Gott. Okay, rutsch mal richtig. Hui. Ja, jetzt nicht mehr. Aber wenn ich hier so... Ui, da könnte man die ganze Zeit durch die Gegend rutschen. Okay, man merkt mal, der erste Abschnitt ist immer so ein bisschen kennenlernen, gell? So, Achtung. Oh, man kann den Schnee wegschmelzen. Das ist halt immer dieses kleine schöne Detail, gell? Und schon rutscht man da nicht mehr, gell? Oder? Nee, ist nur der Schnee, der selber einem zum Rutschen bringt, gell? Okay, wobei natürlich die Frage ist, ob unter dem Schnee auch was versteckt sein könnte, aber ich denke mal, das müsste dann schon eine auffällige Stelle sein. Mehr oder minder. Ui. Genau dann fällt der Feuerball auf, ja. Sag mal. Ich stelle mich hier an. Dafür jetzt gedacht. Okay, dass wir hier Feuer haben. Ich stelle mich hier wirklich an. Ich muss, glaube ich, wirklich mal ein schweres Kirby-Game haben, wo es halt heißt, okay, man kann sich nur zwei, dreimal treffen lassen und dann ist vorbei. Und dann passt man auch auf. Achtung. Bitte, genau im Schrein hier. Genau. Natürlich. Hau ab! So, und wenn hier der Miniboss ist, wird er wohl auch genutzt werden müssen. Genau. Sieht man schon mal hier. Auch wenn natürlich das Item da uninteressant ist. Was hat eigentlich die Tierfähigkeit neu bekommen? Ich habe eigentlich schon geguckt gehabt. Ach so. Das Bohren hat er dadurch erst gelernt. Okay. Okay. Also das Bohren, das konnte er nicht immer. Ja gut, warum auch nicht, gell? Das ist jetzt nur die Frage, ob hier irgendwas versteckt ist. Ich meine, muss ja eigentlich. Es hat irgendwie dran gestanden, dass man das in der Luft machen muss mit dem... Genau. Weil das ist immer das Schöne an dem Spiel hier, dass natürlich die Sachen, die man hier sammeln kann, auch hier auch angezeigt werden, dass halt nichts hinter dem Schnee versteckt ist. Okay, hier hat man jetzt einen Schalter. Und was ist dann hier unten?
Oder ist der Schalter dafür gedacht, dass man nichts zum Graben hat? Könnte natürlich auch sein. Ja, okay, alles klar. Das ist halt extra nur dafür gedacht, dass hier, falls man nicht graben kann, dass hier unten weiterkommt. Aber ich glaube dann... Ah, okay, ich glaube, da muss man sich auch ein bisschen beeilen hier. Oder kann man vielleicht den Schalter mit nach unten nehmen? Ah, okay, ich merke schon. Ah, ja, okay, alles klar. Und der Schalter macht dann auch jedes hier auf, okay. Gut, okay, verstehe. Und hier unten haben wir jetzt noch einen extra Weg hier. Da gibt es hier noch was Besonderes. Einen Schirm. Ja gut, wenn er mir angeboten wird, würde ich ihn vielleicht mal nehmen. Lalalala. Mir kann keiner was. Ich glaube, mir kann wirklich keiner was hier. Okay, hier hätte ich jetzt Feuer gebraucht. Oh, ich kann die kaputt machen. Okay. Auch interessant, dass man die einfach mit Springen kaputt machen kann. Oder man kann sie auch so zerschlagen. Okay, alles klar. Okay, zweite Schatztruhe. Bin manchmal immer so ein bisschen perplex, wie einfach dann doch die Sachen sind, wenn man nicht zu kompliziert denken sollte, ja. Oh, den hätte ich jetzt eigentlich gerne mal eingesaugt, zum Wissen, was er kann. Aber jetzt fehlt ja eigentlich nur noch... Was hier unten? Okay. Oh, ein Lolli, okay, alles klar. Ich schmeiß mal hier die Sache raus, brauche ich nicht mehr. Ui, Gegner. Damit ich auch wieder Platz für die letzte Schatztruhe habe. Ein Power-Loll. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ich den einsetzen soll. Ich meine, den kann ich glaube ich auch hier schon direkt einsetzen, weil ich ihn hier bekommen habe. Mach ich einfach mal. Ich habe auch einfach nur gedacht, damit ich hier an die Schatztruhe jetzt gleich komme, gell? Na? Wie er grinst. Und wir sollen hier rein gegen ihn kämpfen, dass wir ihn bekommen, gell? Hörst du auf? Auch du mit deinem komischen... Okay. Also ich schätze mal, man hätte hier einfach den Paulo nehmen, sondern hätte man es hier einfacher gehabt, ja? Oh. Und besiegt. Ich muss mal ganz kurz gucken. Gedrückt halten... Okay, ja, gedrückt halten hat man dann hier diese neue Fähigkeit bekommen. Schön. Also, und schon ist der Schirm noch besser geworden als sowieso schon, ja. Sehr schön. Oh, Achtung. Da kommt gleich der Erste, möchte mich wieder schlagen hier. Alles klar. So ist immer schön, wenn man hier in einer Runde alles bekommt, gell. Aber ist ja bei normalen Leveln eigentlich normal, ja. Okay, Puzzleteil für ein großes Bild. Dann die Noten, Musikplayer und hier eine Schwertschriftfähigkeit. Okay. Müssen wir mal wieder bei Zeiten die Schwertfähigkeit einsammeln hier. Und ja, ich würde mal sagen, das war doch eigentlich dann doch wieder ein guter Part. Auch wenn ich natürlich hier erstmal wieder bei dem Feuer mich eventuell Tage oft treffen lassen, gell? Man kennt mich ja, gell, was das angeht. Und beim Boss habe ich auch nicht gerade perfekt angestellt, absolut nicht. Also wie gesagt, hätte ich da nicht mit Glück jetzt noch die Maxi-Tomate bekommen, dann hätte ich ein Leben verloren, unnötigerweise. Aber gut, dann ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir gerne einen Daumen hoch geben. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Kirby Mouse Attack sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Und nicht zu vergessen, immer schon die Glocke zu aktivieren bei YouTube, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Und nicht vergessen, dass ich jeden Freitag und Samstag auf Twitch streame, immer ab 18 Uhr. Und ja. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.